Hallo Freunde der käuflichen Liebe und der feuchten Unterhaltung. Willkommen bei eurem Schulle zur nächsten Folge Subnautica. Und ich war jetzt in der Zwischenzeit nicht ganz so untätig. Ich glaube, ich habe jetzt endlich alle Materialien dabei, um meinen Außenposten 4 hier so auszubauen, wie ich das jetzt erstmal will. Ach du Scheiße, okay. Ja stimmt, ich hatte Kalksteinbrocken ausgewählt zum Scannen. Das hatte ich vergessen. Na gut. Egal. Ne, weil ich erst hier so Titan suchen wollte, aber dann musste ich ja doch zurück, weil ich brauchte auch noch Rubine und alles. Und dann dachte ich mir, drauf hier Pfiffe. Naja. Kann ich ja gleich wieder abstellen im Scannerraum. Aber damit müsste ich jetzt auf jeden Fall das Trockendock, Energiezellen-Ladestation, Batterieladestation, Kommunikator, das Medikit, Gedöns und so weiter und so fort alles bauen können. Wie gesagt, hoffe ich. So, in erster Linie hier. Achso, halt, einen Titanbarren habe ich noch hier. Welcome aboard, Captain. Da. So. Damit bauen wir jetzt das fertig. Geil! Der Hammer! So, dann. Hier, Energiezellen-Ladestation. Der Knaller. Hier, Energiezelle 00. Rein da. Geil! Batterie. Human contact. It is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Okay, wenn du das sagst. So, dann kann das erstmal weg. So. Dann den hier natürlich noch fertig bauen. Geil. Und damit habe ich eigentlich erstmal alles, ne? Hier noch ein bisschen. Moment, bauen wir nochmal einen zweiten Spind. Oh, geil, ey. So. Das Salz packen wir auch noch darüber. Das ist dann nur für quasi Trinken und Essen, der Spind hier. Hier eine Energiezelle habe ich noch dabei. Jo, das ist gut so. Was brauche ich denn jetzt noch für so ein Ding? Zweimal Quarz. Hm, okay. Hm, auf der anderen Seite kann ich hier noch einen Spind hinten bauen. Hä? Gut, dann halt da an die Wand. Ja, und den machen wir erstmal voll mit Fisch für den Bioreaktor. Ja, und nebenbei kann ich ja noch ein bisschen hier nach Zeug farmen und gucken und überhaupt. Ja, das sieht doch zum Beispiel aus wie ein Quarz. Oder ist es? Nee, ist Quarz, kein Salz. Ne, hier war nix. Mehr hier. Ich brauche euch für meinen Bioreaktor, so leid es mir tut. Und dann will ich endlich das Trockendock ausprobieren, ey. Was das Tolles kann. Ah, hier noch ein paar Sandsteine. Schön. Ja, da sind dann noch Fischis. Ein Bumerang. So. Yes, Baby. Hau ab. Ich kann man noch nicht mal essen. Hier
Hier, Salz nehmen wir auch mit. Ah, geil, 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 ey. Boah, jetzt freue ich mich echt schon wieder aufs Weitererkunden. Ne, also auch von dem Biom hier dann. Was dann dahinter noch kommt und so weiter. Vor allem, ich hoffe ja mal, dass ich noch viel mehr für den Zyklopen finde jetzt in nächster Zeit. Hey, bleibst du hier? Achso, das ist das Frack, okay. So, wie viel habe ich denn jetzt hier, Alter? Ah, sind ein paar, ne? Da ist die Basis. Gut, 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 gut. Ich kann ja nochmal die Ausschau halten nach Quarz. Dann könnte ich nämlich noch ein zweites Solarpanel bauen. Yes. Komm her. Was ja nochmal zusätzliche Energiespeicher bringt. Sehr, sehr geil. Blub, blub, blub. Komm. Hier muss ich echt mal. Muss ich da mit der Seemotte irgendwie ran? Oder wie das funktioniert? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. So, jetzt erstmal alles, was ich so an Fisch dabei habe, in den Spind erstmal. Und dann ein bisschen hier rein. Gut. Dann bauen wir nochmal ein zweites Solarpanel. Da. Kann ich das auch hier drauf? Theoretisch ja. Na, weißt du was? Hier. Na komm. So. Habe ich auch Kupfer? Dabei? Ja. Gut. Gut, dann. Wie zur Hölle funktioniert dieses Trockendock? Oder hätte ich das höher bauen müssen und dann von unten rein? Tatsache. Nun gut. Ist jetzt nicht optimal. Wo kann ich denn hier jetzt was? Integrität, Batterie laden. Oh yes. Das heißt, das lädt echt die... Geil. Aber wie kann ich denn hier jetzt Verbesserungen bauen? Erweiterungsmodule ansehen. Ich hab, aber... Hä? Oder brauche ich dafür nochmal extra Baupläne, die ich quasi hier reinbaue. In das Trockendock. Das wäre natürlich hart. Open hier. Boah. Na gut, dann bleib du erstmal da. Wirp. Oh Gott, oh Gott. Okay, ja, das war ein bisschen kacke, dass ich das so tief gebaut habe. Wusste ich vorher ja leider nicht. Und was auch nicht so geil ist. Ich sehe die Seemotte jetzt, glaube ich, nicht mehr auf dem Radar. Oder? Mal kurz ein bisschen weiter weg. Doch, alles klar, sehe ich. Gut. Aber solange die da auflädt, ja, sauber. Der Hammer. Hä? Achso, der ist bei 73%. Ja, Gott, ich bin voll verwirrt. Der ist hier zweimal. Oh, geil.
Ich finde das richtig, richtig gut. Vergrößert die Reichweite. Magnetit. So, Fragmente, ja, Datenbox, ja. Schieferbrocken, Metallschrott, Lithium. Wo hast du denn Lithium? Wie jetzt? Hä? Oder sind das diese großen Ablagerungen? Oh, nee. Geil. Das finde ich gut. Das holen wir uns erstmal. Na, guck hier, da ist doch ein... Oh, yes. Ja, wie, also von dem Trockendock, ich bin echt begeistert mit dem Aufladen. Voll geil. Das finde ich echt super. So. Kann ich euch eigentlich auch scannen oder haut ihr ab? Wallenrochen. Diese Art hat sich mit einem durchsichtigen, lumineszenten Körper an lichtarme Umgebung angepasst. Die Umgebung mit der Futtersuche zu beleuchten, Fressfeinde abzuwehren, bla bla bla. Und im Kielwasser Beurteilung nicht essbar. Okay. Alter, hier ist gar nicht mal so wenig Lithium. Abkeule. Scannerraumfragment. Na gut, den habe ich ja zum Glück schon länger jetzt. Salz. Na hier. Womit baut man die ab? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich brauche ich dafür den Krebs. Baumpilz. Oh Gott, hier war deine Beurteilung verwertbar. Okay. So, habe ich die Proben jetzt? Baumpilz, jo. Enthält Pilzenzyme. Okay. Erstmal wieder Richtung Basis. Nicht, dass ich hier jetzt drauf gehe, wo ich endlich hier ein bisschen weiterkomme. Okay, Trockendock. Ja, also das mit den Erweiterungen, das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob ich da jetzt noch andere Baupläne für brauche oder wie das funktioniert. Hallo? So. Erweiterungsmodule. Batterie vollgeladen. Toll. Aber, tja. Gut, ne? Also das will ich auf jeden Fall immer dabei haben. Ja, Lithium. Alter, gar nicht mal so wenig, ne? So.
Silber, Blei. Oh, halt. Mhm, Titan, Silber. Gut. Hier noch ein bisschen Salz. Okay. Tja, eigentlich würde ich sagen, es steht einer weiteren Erkundung nichts im Wege, ne? Dass man mal ein bisschen in die Richtung, weiß ich nicht, da hinten irgendwie so im Nordwesten schwimmt. So. Oder? Boah. Ja, doch hier, da sind so viele Lithiumfelder oder Lithiumvorkommen. Da kann ich auf jeden Fall mal hin. Und dann mal gucken. Würde ich sagen, suche ich mir schon mal einen Platz für den nächsten Außenposten. Lassen wir uns mal überraschen. Ne? Die Folge ist auf jeden Fall wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, Abo dalassen und danach die Glocke aktivieren, damit ihr auch Benachrichtigungen in eurer Abo-Box bekommt. Und wenn ihr Bock habt, schaut mal im Livestream auf Mixer vorbei. Die URL findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Schule.